Die Frage, wie kann Gott alles zulassen, ist eigentlich eine falsche Frage. Das gehört zu meiner Aufräumungsarbeit. Das ist eine ganz falsche Frage. Wie kann Gott was zulassen? Da ist ja eine Vorstellung dabei von einem Gerichtssaal. Und ich sitze auf dem Richterstuhl und auf der Anklagebank sitzt der lebendige Gott. Angeklagter Gott, du bist Weltenherrscher und hast alles in den Teich gehen lassen. Wie kommst du dazu? Glauben Sie, dass das geht, dass Sie auf der Anklagebank auf dem Richterstuhl sitzen und Gott auf der Anklagebank? Glauben Sie das? Da muss ich Ihnen eine nette Geschichte erzählen. Als ich ganz jung, junger Pfarrer war, 27 Jahre, hatte meine Haare alle noch und war also... Da kam ich nach Essen und ich war kaum da, da brach damals ein Bergarbeiterstreik aus. Mit gewisser Berechtigung, die Bergarbeiter waren miserabel bezahlt, es war schreckliches Elend. Und an jeder zweiten Ecke eine Kneipe, wo sie haltlose Geld hintrugen. Es war schon schauerliche Verhältnisse. Und da war dieser Streik und mein ganzer Bezirk, ein Bergarbeiterbezirk, der kochte alles. Und da gehe ich so über einen Platz in der Mitte meines Bezirks und da steht am Rand so ein Seifenkistenredner auf so einer Kiste, nicht? Und um ihn vielleicht 100 Männer und redet, ich weiß nicht, was er redet. Mittendrin unterbricht er sich, er hat mich erkannt. Ah, sagt er, da drüben geht ja so eine schwarze Drossel, so nennt man das immer, so ein Pfaffe, komm mal her! Und wenn ich freundlich eingeladen werde, dann komme ich, wenn es irgendwie möglich zu machen ist. Also ging ich, darum bin ich nach Cannstatt gekommen, nicht? Also ging ich dahin. Und das war ein unvergessliches Bild, nicht wahr? Da stand dieser Kerl, so schwarze Tolle, auf der Kiste, auf der Seifenkiste und um mich die 100 Männer und hat mir Platz gemacht und ich stehe vor ihm. Und dann kam die ganze Bitterkeit seines Herzens raus. Du, Pappe, sagst doch, dass es einen Gott gibt. Ja, sag ich. Gott lebt, kann sich doch. Also, sagt er, wenn dieser Gott wirklich lebt, was ich nicht glaube, dann will ich einmal, wenn ich gestorben bin, so sagt er, vor seinen Thron treten. Und dann will ich sagen, Gott, du hast zugelassen, dass Kinder verhungert sind und dass andere prassen und wissen nicht, wohin mit ihrem Geld. Du hast zugelassen, dass tausende von Menschen zerfetzt wurden auf Schlachtfeldern. Du hast zugelassen die Ungerechtigkeiten der Welt. Du hast zugelassen, dass Männer sich besaufen und ihre Frauen verprügeln. Du hast zugelassen, und dann zählt er also alles auf, was es gibt, nicht? Und schloss mit den Worten, und dann will ich sagen, hinweg mit dir, Gott! Und wie er so weit gekommen war, da brüllte ich wacker mit, hinweg mit diesem Gott! Na nun, sagte er, Sie sind doch Pfarrer. Ja, sag ich. Da können Sie doch nicht sagen, hinweg mit diesem Gott. Doch, sage ich, hinweg mit diesem Gott. Das kann ich verstehen. Da sage ich, hör mal her, Mensch, geh mal runter von der Kiste, lass mich mal rauf. Und dann stieg ich auf die Seifenkiste und er ging runter. Und da habe ich gesagt, stell dir doch mal vor, Mann, ein Gott, vor den du hintrittst und reißt die Schnauze auf so weit, nicht? Und sagst am Schluss, hau ab, den Gott gibt es nicht. Den gibt es bloß in deinem Köpfchen. Den hast du dir eingebildet, das sind Götze. Also alle selbstgemachten Götter sind Götzen. Ein Gott, den du anklagst und du riefst Richter, den gibt es gar nicht. Aber, sagte ich von meiner Seifenkiste jetzt, oder von seiner Seifenkiste, sagte ich, aber es gibt einen wirklichen, lebendigen Gott. Und du wirst mal vor ihm stehen. Und dann fragt er, wie konntest du, ich kenne dein Leben nicht, sage ich, aber Gott hat zu fragen und dann wirst du auf tausend Fragen nicht eine antworten können. Und dann könnte es sein, dass Gott sagt, hinweg mit dir, und den Gott gibt es, der uns fragt und der uns anklagt und der uns wegjagen kann, den Gott gibt es. Und es ist überhaupt die Albernheit, wenn wir anfangen, wie kann Gott alles zulassen. Da kommt schon die ganze Verrücktheit unserer Zeit raus.